Andrea Berg. Und Mirat Hoppitsch mit dem Punkt durch die Hände durchgeschlagen von Horace Mann. Und deshalb der Punkt für Schwerin und Denise Hanke mit den gefährlichen Sprungaufgaben. Ja, der SSC lässt sich aber noch nicht abhängen, wenn das auch vielleicht einige befürchtet haben. Ne? Ja. Mit viel Übersicht abgeschlossen durch Mirat Hoppitsch. Der Anschluss 9:10. Ja, über Mirat Hoppitsch muss es zurzeit gehen beim SSC. Sie hat momentan strahlt die Souveränität noch aus den ersten beiden Sätzen, was ich nicht bei allen Schwerinerinnen Spielerinnen momentan sehe. Ja. Und wieder Denise Hanke. Ass. Ein Ass von Denise Hanke. 10:10. Ja, das war fehlende Kommunikation. Da geht Barton raus. Und dann geht der Ball doch ins Feld. Und deswegen der Punkt für Schwerin. Und die Auszeit genommen vom USC Münster. Du, als ich das letzte Mal hier zu Gast war, habe ich gesagt, das kann eine Festung hier werden für den SSC. Der ist bisher ungeschlagen hier zu Hause. Und auch heute sieht es doch ganz gut aus. Oder was sagst du? Ja, es ist nicht nur, natürlich nicht nur, dass der Schwerin SC hier sehr erfolgreich spielt. Mal abgesehen von der Niederlage im Pokal gegen Smadalian Stuttgart. Auch die Halle ist relativ voll. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Und genau das macht eine Hölle ja aus. Und da gehen sie wieder in Führung in Satz 3, 11:10 für den SSC. Sie scheinen sich wieder gefangen zu haben. Ja, die Angaben von Denise Hanke tun Schwerin jetzt sehr, sehr gut. Bringen sehr, sehr viel Gefahr, setzen Münster unter Druck und sie können ihr Spiel, was sie eben gefunden hatten, nicht aufziehen. Und wenn Münster was geht, dann über Kaspersky. Ja, also... Ausgleich 11:11. Und Holzgräbe schlicht auf für Münster. Schwache Angabe, sofort bestraft vom Schweriner SC. Nadja Schaus mit dem Punkt. Genau, Nadja Schaus mit dem 12:12. Und für die Aufgabe beim SSC kommt jetzt Mirja Topic. Ja, schnell geschalten von Nadja Schaus, das war eine Netzangabe. Die Münsteraner wussten gar nicht so schnell, was los war. Und da war sie wieder da, die Topic, und haut den ins Feld der Münsteraner, 13:12. Ja, aber klasse geholt von Stefanie Gola. Und erneut jetzt die Angabe durch Mira Topic. Und Kaspersky von der anderen Seite jetzt nicht so erfolgreich, der Ball geht ins Aus. Diesmal weit ins Aus durch Christine Kaspersky. 14:11 für den SSC und Auszeit durch den USC Münster. Das ist gar nicht so lange her, da hat Münster hier noch geführt mit rein. Jetzt liegen sie mit rein schon wieder hinten. Ja, die Schweriner scheinen sich wieder gefangen zu haben. Aber die Nummer 10, Christine Kaspersky, ist Gold wert für den USC Münster. Das glaube ich, das hat heute jeder gesehen hier bisher. Und für mich auch unverständlich, warum er die in dem ersten Satz, in den ersten Minuten nicht aufs Feld geschickt hat. Das ist natürlich schwer zu beurteilen, man kennt den Trainingsstand und die Spiele des USC Münster bisher nicht. Aber Kaspersky zeigt sich doch als wertvollste Spielerin aus meiner Sicht hier bei den Münsteranern. Aber das war gut gespielt von Anna. Schon die Auszeit gefruchtet, 14:12. Und er schlicht auf die Nummer 2 für Münster, Kultura.
Ja, bei USC muss es auch langsam fruchten. Weil das ist der letzte Satz, die letzte Chance. Sie müssen jetzt gewinnen, sonst ist das Spiel hier weg. Ja. Das war im Zeitlupenvolleyball. Und den Block der Schweriner angespielt und da geht es aus. Punkt für Münster, 14 zu 13. Ja, das war ein schlechtes Zuspiel von Denise Hanke. Es war die Abstimmung nicht gestimmt. Und da kriegen sie gerade so rüber. Also, Schweriner spielt nicht mehr so konzentriert wie in den ersten beiden Sätzen. Auch wenn das klasse gespielt war. Aber das war wieder klasse gespielt und abgeschlossen durch Patti Thormann. 15 zu 13 für den SSC. Und für die Angabe kommt jetzt Nadja Schaus. Und diesmal steht der Block der Schweriner Gold richtig. Christine Kaspersky kann den Block nicht überwinden. 16 zu 13 zur zweiten technischen Auszeit der Spielstand. Ja, wir schauen jetzt nochmal auf die Auszeit der Münsteraner. Was jetzt schon sehr, sehr klein hält. Eben haben wir noch einen großen Kreis gesehen. Jetzt redet er nochmal mit Kaspersky, weil es scheint nur über sie zu gehen. Läuft es bei ihr nicht, läuft es bei Münster nicht. Läuft es bei ihr, hat Münster hier noch eine Chance auf diesen dritten Satz. Jetzt versucht nochmal über die Fans hier, über den Fanblock des USC Münster, die Spielerinnen versuchen ihn nochmal zu mobilisieren und damit über die Emotionen nochmal zu kommen, wie sie es ja Mitte dieses dritten Satzes ja geschafft hatten. Ja, und Sie hören es, Wahnsinnsstimmung hier in der Halle. Und für den SSC jetzt am Aufschlag Nadja Schaus. Erneut Ines Barton, die sich jetzt so langsam eingeschlagen hat in diesem Spiel. Ja. Gut, klasse gemacht. Punkt für Münster. Eine Steigerung von ihr um fast 100%, wage ich mal zu behaupten. Und das steht nur noch 16 zu 14. Und da hat sie wieder draufgehauen, die Nummer 7. 17 zu 14 durch Patricia Thormann. Ja, gnadenlos. Sagtest zu Beginn des Spiels schon mal, oder vor dem Spiel. Ne? Sehr unspektakulär war die Thormann, aber sehr effektiv für den Schweriner Volleyballsport. Sie schlägt auf. Und der Punkt für den USC Münster, für Andrea Berg. Aber da muss man sagen, das ist aber nicht passiert. Der Block für Schwerin stand eigentlich. Wie der Ball da durchgekommen ist, mir noch ein Rätsel. Ich denke, sehr schlecht angenommen von Lisa Thomsen. Also sie kriegt ihn nicht richtig und ja, ist halt passiert. 17-15 führt der SSC noch. Kaspersky schlicht auf. Ja, wieder eine gute Angabe von Kaspersky. Und das war ein klassisches Spiel von Ines Bahn. Jetzt beweist sie auch Übersicht. Genau, die Übersicht, die ihr noch gefehlt hat in den beiden Sätzen zuvor. Bringt die Münsteraner wieder ran, 17 zu 16. Und erneut Kaspersky beim Aufschlag. Ja, die Aufschläge von Kaspersky, der gerannt für die Führung von Münster in diesem dritten Satz. Und jetzt schicken sie sich erneut an den Schwerin ranzukommen, jetzt auszugleichen und möglicherweise danach sogar in Führung zu gehen. Aber dann reiht sich Kaspersky in die Schweriner Reihe ein, jetzt weiter Netzaufschlag. Ja, leider auch der geht ins Netz, 18 zu 16. Für den SSC und die Nummer 13, Janine Völker, schlicht auf. Schön geholt. Und da ist sie wieder, die Milja Topic. 19 zu 16.
Ja, das, was sie eigentlich vorher quer gemacht hat, mit dem Block nicht schnell genug rübergerückt, an der Brand in der Mitte war eigentlich schon viel weiter, kam deshalb nicht richtig hin zum Block und Schwerin holt den Ball trotzdem und Topic kann ihren Fehler ausgleichen, macht den Punkt. Ja, den kann sie nicht mehr kriegen in den Zuschauerrängen. Punkt für Münster, 19-17. Diesmal wieder mit Übersicht gespielt, Andrea Berg mit dem Punkt und Ines Barton, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Angabe. Punkt für den SSC, 20-17. Das sah sehr spektakulär von hier oben aus. Ja, da kam leider keine mehr ran. Auf Münsteraner Seite hat sich Ines Barton sehr geärgert, hat so schön den Ball geholt. Aber Anja Brand jetzt bei der Angabe. Und auch das ist mir momentan unerklärlich. Das war ähnlich wie vorher. Es war nur die eine Möglichkeit offen, nämlich der kurze auf Berg. Die nutzt den Ball auch, weil Schwerin nicht richtig hingeht zum Ball. Und der USC lässt sich ebenso nicht mehr abschütteln in diesem Satz. Es steht 20-18 auf Schlag Münster durch Andrea Berg. Ja, Schwerin auch weitaus nicht mehr so stark wie in den ersten beiden Sätzen. Aber das haben sie klasse gemacht. Toppitz durch den Block durchgeschlagen. Aber sie finden ziemlich schnell wieder zurück zu ihrem Spiel. Und das war wieder super gemacht, 21-18 und Denise Hanke schlicht auf. Ja, Schwerin macht, im Handball würde man wahrscheinlich sagen, die einfachen Punkte. Hier, die schnellen Bälle, da nutzen sie ihre vielleicht auch technische Überlegenheit aus. Und dieses Eingespielte, aber es ist, wie ich eben schon mal sagte, nicht mehr das Spiel aus dem ersten und dem zweiten Satz. Und jetzt der Punkt für Schwerin durch Patti Thormann. Genau, und 22-18. Und erneut Denise Hanke. Punkt für den USC Münster, 22-19. Der Ball vom Block Schwerins ins Aus. Ja, schön zu sehen auch, dass der Fanblock jetzt hier unter uns von Münster sehr, sehr wach ist. Seine Mädels doch noch zu diesem Satzgewinn treiben wollen und damit zurück ins Spiel holen möchten. Schipper Klaus. Super. Klasse Übersicht von Denise Hanke. Alle rechnen mit dem kurzen Anspiel und dann das lange Spiel raus und da ist Toppitz frei und macht den Punkt. Und 23-19. Toppitz jetzt mit der Angabe. Netzberührung durch den SSC-Punkt für den USC. 30-20. Ja, der Satz bleibt noch spannend. Nochmal der Wechsel. Hanna Kutara jetzt geht raus bei der Angabe.